Herzlich willkommen. Wir warten noch einen Tech-Moment, damit uns andere Leute hier im Livestream unter dem richtigen Link finden können. Es geht gleich los. Ja, herzlich willkommen hier zum Event Empower Remix Künstlerische Position gegen Rassismus. Es fängt mit einer kleinen Verspätung an wegen den typischen technischen Problemen und ich höre auch, dass Personen noch so nach und nach jetzt in diesen Livestream hinzustoßen werden, daher nach und nach herzlich willkommen. Ich rede jetzt erstmal ein bisschen einleitend. Mein Name ist Tessa Hartig, ich führe heute durch diese Veranstaltung die organisiert wird vom Integrationsbeirat Friedrichshain-Kreuzberg. Und wir sind hier gerade live aus dem Stadtteilzentrum Familiengarten Kotti e.V. Die Veranstaltung wird auch gefördert vom Projekt Partnerschaft für Demokratie in Friedrichshain-Kreuzberg. Und wir haben heute einen sehr schönen Line-up von KünstlerInnen und AkteurInnen. Und zwar Stephanie Laya Okongo, Mutlu Ergün Hamaz und Suher Jasmati zusammen mit Dominik Jalö, die jeweils in circa halbstündigen Etappen heute Abend wir näher kennenlernen werden. Ich möchte einleitend auch noch mal ein bisschen was sagen zum Integrationsbeirat Friedrichshain-Kreuzberg, der die Veranstaltung heute Abend organisiert. Der Beirat besteht aus zahlreichen verschiedenen migrantischen Selbstorganisationen, die sich mit den Lebensumständen der BürgerInnen mit Migrationshintergrund in Friedrichshain-Kreuzberg im Bezirk beschäftigen. Der Beirat berät dabei auch das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung in Friedrichshain-Kreuzberg und agiert quasi als eine Art politisches Gremium im Bezirk. Wir möchten auch darauf hinweisen, wir haben heute Abend darauf geachtet, dass wir natürlich Hygiene, Abstandsmaßnahmen einhalten. Wir haben auch durchgehend Lüftung hier im Raum. Alle Personen hinter der Kamera haben Maske auf. Ich habe daher meine eigene Maske auch schon parat. Und nur vor der Kamera nehmen wir die Maske ab, um eben auch mit den aktuellen Corona-Maßnahmen auch Acht zu geben, dass wir das alles einhalten. Und dann freut es mich auch schon, dass ich unsere erste Gästin des Abends ankündigen kann. Und zwar eröffnet den Abend mit einer Spoken Word Performance Stephanie Laya Okongo. Laya ist verwobene Künstlerin, Autorin, Poetin, Kuratorin, Multiplikatorin, Sängerin, Aktivistin, Workshop-Teamerin und Fotografin, deren gesellschaftliche Realitäten sich in all der Kunst von Laya und der Arbeit widerspiegeln. In Layas Leben dreht sich fast alles um liebevolle sowie gesellschaftskritische angereihte Realitätsmoleküle, die ummantelt sind mit Gesang, Performancekunst, Fotografie und Poesie. Laya moderiert und kuratiert auch eine monatliche, wenn nicht Corona ist, Spoken Word Veranstaltungsreihe One World Poetry Night. Laya hat auch Bücher publiziert mit Kalungas Kind und Buchstabengefühle, eine poetische Einmischung und ist auch Teil des souligen Akustikduos Laya und Joker. Und es freut mich sehr, dass wir sie jetzt erst in Performance und anschließend im Gespräch etwas weiter kennenlernen können. Ich wollte auch noch dazu sagen, die bevorzugten Pronomen heute Abend wollten wir gerne darauf eingehen. Meine bevorzugten Pronomen sind sie, ihr im Deutschen, im Englischen auch gerne they, insgesamt relativ flexibel. Layas bevorzugte Pronomen sind keine Pronomen. Genau, und jetzt freut es mich sehr anzukündigen, Stephanie Laya Okongo. Und ich muss mein Mikro gleich mitnehmen, dass sich niemand wundert. Corona-Vorschriften und so weiter. Danke dir. Herzlichen Dank. Danke, Tessa. Ja, ich bin heute die erste Person, die in diesem wunderbaren Raum, den wir hier geschaffen haben, den virtuellen Raum, heute meine Performance darlegen wird. Ich habe einige Gedichte mitgebracht. Ich mache Spoken-Word-Kunst, wie schon gesagt. Und es kann, glaube ich, auch gleich losgehen. Ja, los geht's.
Das erste Stück, was ich mitgebracht habe, heißt Eine Bitte ohne Bitte. Und dabei geht es darum, dass ich eigentlich irgendwie den Status quo, aus dem ich jetzt hier meine poetischen Dinge teile, irgendwie so mitgeben möchte, dass wir spüren, wo sind wir eigentlich? Worum geht es hier eigentlich? Was ist der Anlass? Okay. Eine Bitte ohne Bitte. Wende dich nicht beiseite. Sei nicht wütend über meine Worte, über den Schmerz, den ich ausdrücke. Sieh die Farben, mit denen ich sie schmücke, die Worte in bunt. Damit du sie fühlen kannst, fühl genau hin. Bitte, 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 fühl genau hin. Trauere um das Band, was uns einst verloren ging. Dieses weiche Seidene, was du lange bei dir trugst, über Jahrhunderte nicht zu schätzen wusstest und heute die als Last empfindest. Trauere um die tiefen Gräben der Internalisierung, um die Gewalt, die real ist. Hinterfrage die Perspektiven, die Norm, den Tellerrand und weine laut um die Seelen, die uns einst genommen wurden, die du dir nehmen lassen hast. Das frage ich dich. Weißt du, wer das Du ist, von dem ich hier spreche? Bist du auch verwirrt? Weißt du, was ich hier meine? Meine ich dich? Meine ich dich? Oder meine ich dich? Oder auch dich? Sei im Gefühl und bleib im Gefühl und suche dich in meinen Buchstaben, in unseren Buchstaben, die heute hier für dich, für uns, für euch, für deine Leute mit auf die Bühne gebracht werden. Bleibe handlungsfähig und konkret in deiner Bestimmung. Suche uns und bleibe. Bitte bleibe, bitte bleibe. Vergiss uns nicht, verlier uns nicht. Denn ich bin nicht dein Albtraum. Vergiss es nicht. Wir sind dein Traum. Dankeschön. Das nächste Stück, was ich uns mitgebracht habe, ist ein Stück, was ich geschrieben habe für die schwarzen Communities um mich herum, für die Leute, wenn wir uns Rassismus anschauen, wenn wir die Perspektive anschauen, wo es darum geht, wer wird wie aufgrund von kolonialen, rassistischen Strukturen wie ausgebeutet, aus dem Raum geschubst, aus dem Sein gedrängt, darf nicht mehr sein, darf nicht so leben, wie die Person möchte. Für die ist dieses Gedicht ein Empowerment-Stück. Und ich gucke mal, wie ich das hier mit meinem Mikro mache. Wir kriegen das hin. Das ist alles live, Leute. Okay, das Stück heißt Schwarzes Manifest. Unausgesprochen begegnen wir uns. Black Ancestors. Schwarze Liebe manifestiert sich im Kochen eines Gerichts. Black Housing. Im tiefen Ahnenwissen, als würden sich unsere Urgroßeltern auch heute hier jetzt gleich treffen. Die Schönheit zu sehen, die es gab, bevor sie uns genommen wurde. Die Liebe zueinander zu empfinden, die uns einst genommen wurde. Schwarze Liebe ist Befreiung, ist Zorn auf Papier, ist Freude, ist Freundinnenschaft. Ist das Mitdenken von Transgender, nicht-binären Behinderten, alten, Sexarbeitenden, Fluchterfahrenen, dicken und diversen, queeren, nicht-akademischen Menschen und die ungesagt bleiben, auch jetzt hier in meinen Worten. Schwarze Liebe ist der lernende Prozess, uns alle zu befreien. Schwarze Liebe ist schwarze Liebe. Schwarze Liebe ist schwarze Community-Arbeit und schwarze Räume der Heilung schaffen und Kraft für uns alle aufzubringen. Schwarze Liebe ist das Antonym für weiße Vorherrschaft. Schwarze Liebe ist Zeilen freizulassen, weil wir lernen und nie aufgehört haben zu lernen und gemeinsam wissen wollen, wissen ist, wissen schaffen. Deshalb ist schwarze Liebe auch Black Homegoing und Black Intersectionality und Black Queer Love. Schwarze Liebe, schwarze Liebe, schwarze Liebe, schwarze Liebe, schwarze Liebe. Schwarze Liebe ist Lernen. Schwarze Liebe ist, sich ein Stück weiter zu bewegen. Schwarze Liebe ist tausende Lachtränen und Tränen der Verzweigung, der Verzweiflung aus den Augen fließen zu sehen. Schwarze Liebe ist am Abend den Weg nach Hause zu beschreiten und am Morgen wieder loszugehen. Einfach wieder losgehen. Das ist schwarze Liebe.
Schwarze Liebe ist das Loslassen von Erwartungen und sie Hoffnung zu nennen. Schwarze Liebe ist das Loslassen von kalten Händen und warmen auch. Schwarze Liebe ist den Menschen dir gegenüber als Mensch zu spüren. Denn wie kann es sich sonst erklären, dass wir nach 100 Jahren, nach so vielen hunderten Jahren, nach 500 Jahren Gewalt keine Vergeltung üben? Schwarze Liebe ist das, was auf unserer Seele lastet. Schwarze Liebe ist schwarze Liebe. Schwarze Liebe ist schwarzes Leben. Schwarze Liebe ist schwarzes Leben, das zählt. Dankeschön. Das nächste Stück, was ich mitgebracht habe, ist ein Wutstück und heißt Satt, satt, immer satt. Ich habe es geschrieben, weil ich eigentlich dachte, weil es immer so heißt, ja, wer ist denn diese angry black woman, diese angry black person, diese wütende schwarze Person? Und ich habe einfach aufgetan, über was ich eigentlich auch wütend bin und was mich so wütend macht. Und so bin ich zu dem Stück gekommen, was heißt Satt, satt, immer satt. Ich habe es satt, ihre doppelzüngigen Rechtfertigungen anhören zu müssen. Der Anblick ihrer Schnappatmung, wenn ich von meiner Welt berichte. Dass sie mir sagen, dass wir uns nicht so haben sollen, es wohl übertreiben. Ich habe es satt, darauf hingewiesen zu werden, dass wir die alten Kamellen nicht wieder herausholen dürfen. Dass es doch wirklich nicht so schlimm sei. Ich habe es satt, mir anhören zu müssen, dass sie auch Rassismus erleben während ihrer Reisen in die Domrep nach Indien oder nach Bolivien. Ich habe es satt, dass nicht alle Gegenden dieser Republik für mich bestimmt sind, dass sie mir sagen, dass No-Go-Areas ja nun wirklich keine wirkliche Realität sind. Doch, das sind sie. Dass ich immer wieder begründen muss, warum ich etwas gegen Endküsse und Z-Schnitzel und D-Morde habe. Ich habe es satt, angestarrt zu werden und Münder nicht wieder zugehen. Und diese Blicke zu ernten, diese glotzenden Gesichter, als würde die Schaffen meine Hautfarbe neutralisiert werden. Ja, ich bin schwarz. Und ja, ich habe so, so viele Haare auf dem Kopf. Und ich habe es satt, dass diese ewigen Flachbildschirmbemerkungen zu meinem eigentlichen, richtigen, wirklichen Herkunftsland, meinen akzentfreien Deutschkenntnissen und meiner baldigen Rückreise ins exotische Land Afrika immer und immer wieder beantwortet werden muss. Ich habe es satt, ihr unreflektiertes Pseudowissen mir reinziehen zu müssen. Satt, 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 immer wieder satt, in wohlwollend gemeinte Augen zu blicken und voller Hohn einen afrikanischen Satz hervorzugaukeln und dabei höflich, 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 höflich zu lächeln. Ja, lächeln. Die immer lächelnde Quote in einer Welt, die keinen Plan weiß, eines Umgangs mit Menschen, die Gender Gaps benutzen und Pronomenrunden und MeToo-Hashtags. Menschen, die gesellschaftlich behindert werden und Trauma und kollektive Erfahrungen machen und Rassismus erfahren sind. Ich habe es satt, ihr Migrationstapeten-Hintergrund zu sein für ihren weißen Vordergrund. Ich habe es satt, zur Gruppe der gesichtslosen Identität zu gehören. Die Gruppe hinter der Gruppe, der tanzende Afrikaner, die großbusige African Mama, der drogendealende Afrikaner, die büroraumreinigende Afrikanerin. Ich habe es satt, durch die Lüderitzstraße und Mohrenstraße und Petersallee gehen zu müssen und mein Hinterfragen abgewunken wird, als schon immer so da gewesen. Ich habe es satt, dass Wiedervereinigung für mich bedeutet, Lichtenhagen und Solingen und Pogrome und Morde an Amadeo Antonio. Ich habe es satt, ich habe es so satt, dass ihr Aktivismus an der Komfortzone ihres Tellerrandes endet, dass diese Strukturen unverändert bleiben, nicht noch die 592.000. Betroffenengeschichte erzählt wird. Und sie doch nichts fühlen, nichts fühlen. Wie lange denn noch? Ich habe es satt, dass Flucht kriminalisiert wird. Ich habe es satt, dass Menschen wie Sister Mimi an der Grenze zu Deutschland ihre Hoffnung abgeben müssen. Dass niemand hinschaut, dass es der EU ein Piep
egal ist, dass Sklaverei nie aufgehört hat, nie aufhört, hier, jetzt, hier stattfindet. Ich habe es satt, dass mir in der Schule nichts von Marcus Garvey, Leroy Jones, Maya Yee, Marsha P. Johnson und Thomas Sankara erzählt wurde. Ich habe es satt, dass mir in der Kindheit zu wenig Vorbilder aufgezeigt wurden. Ich habe es satt, von Gewalt und Hetzjagden, von brennenden Häusern und Herzen zu erfahren, dass meine Erlebnisse als subjektiv wahrgenommen werden, als traurige Einzelfälle betitelt. Ich habe es satt, die angepasste, freundliche, nur nicht auffallende Ausländerin zu sein, die nicht schwarz genug ist, um zu gehen und nicht weiß genug, um zu bleiben. Ich habe es satt, meiner Seele immer wieder von Neuem erklären zu müssen, dass ich trotz der Ausgrenzung und hiesigen Schönheitsideale liebevoll, liebenswürdig, wertvoll und schön bin. Und vor allem habe ich es satt, satt zu sein. Dankeschön. Den letzten Text, den ich für euch mitgebracht habe, das ist ein Text, den ich immer wieder gerne mitbringe, weil er einfach so toll ist, ist ja klar. Nein, Black Love und so. Nein, aber der Text ist deshalb so wichtig, weil ich mir wünsche, dass irgendwann Menschen auch Texte von schwarzen Leuten, auf die im Unterricht lernen oder zumindest darüber erfahren, über die Erfahrungen, die die Menschen machen. Und deswegen bringe ich ihn immer wieder auf die Bühne, so auch heute. Der Text heißt Nimm es hin. Meine Haut ist braun, mein Haar ist schwarz. Eine Realität. Nimm es hin. Und dennoch, sie kontrollieren mich im Zug nach Mannheim. Nur mich, sie glotzen mich an. Nur mich, sie prügeln auf mich ein. Nur mich. Und ich scheiße auf ihre freundlich anmutenden Fragen. Bist du hier geboren? Ja, und zwar in einem Krankenhaus, überrascht. Kann ich deine Haare anfassen? Ja, wenn ich deine Brüste anfassen darf. Kannst du eigentlich, kannst du eigentlich afrikanisch? Ja, und du bestimmt europäisch, oder? Hey, sag mal, ey, schau mal, du siehst aus wie die Jamie. Oder besser noch, ey, du kennst doch bestimmt den David aus Ghana. Ist klar, wir kennen uns alle und sehen alle gleich aus. Wo kommst du eigentlich her? Ich meine, wo kommst du eigentlich wirklich her? Aus Mutter. Was ist schon dabei? M-Straße. Was ist schon dabei? Weißfratzenallee. Sie sagen, ich soll es nicht übertreiben, nicht empfindlich sein. Ich bin schwarz und ich übertreibe nicht. Ich bin schwarz und bin empfindlich, empfindsam, empfinde. Ich bin müde. Ich bin es leid. Ich werde so oft angefasst, als wäre ich eine Attraktion im Streichelzoo, in ihrer privaten Völkershow. Ich werde so oft nach meinen Wurzeln gefragt, dass man annehmen können, ich sei ein Baum. Ich bin müde. Ich bin es leid. Meine Haut ist braun, mein Haar ist schwarz. Eine Realität. Nimm es hin. Herzlichen Dank. So, ich komme zurück. Müssen wir jetzt eigentlich beide die Mikros behalten? Das wäre besser, oder? Genau. Ja, wunderbar. Und wir behalten ein bisschen Abstand. So, und ich übe mich hier im Mikros halten und Moderationskarten halten. Und das ist großartig. Das schaffen wir alles. Wir schaffen das. Super. Yes. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Laia, für die wirklich wundervollen Performances, den Abend eröffnen. Ich danke dir. Ja, und ich würde auch ganz gerne als allererstes ein bisschen zu deinen Texten fragen. Mhm. Warum hast du diese heute Abend ausgewählt? Woraus stammen die vielleicht aus einem deiner Werke? Erzähl uns doch ein bisschen den Hintergrund davon. Wann, wie sind die entstanden?
Ja, also nochmal Dankeschön für die Einladung auch und für die Möglichkeit, heute Abend hier dabei zu sein. Und ich freue mich sehr über die zukünftigen weiteren KünstlerInnen, die jetzt noch auf die Bühne kommen. Und danke für dein Intro auch. Also, ich habe mich für die Texte entschieden. Ich mache das mal sehr spontan und kurzfristig auch. Deswegen könnte ich jetzt dir auch nicht so richtig, es ist mehr ein Gefühl auch, was das entscheidet. Aber das Thema ist klar, warum wir hier zusammenkommen und meine Positionierung, meine gesellschaftlichen Positionierungen sind für mich sehr klar und schon immer klar gewesen, aber oft fehlt es an Sprache, um das wahrzunehmen. Und in dieser Kombination war es mir einfach wichtig, meine Rassismuserfahrung, mein Schwarzsein so zu thematisieren, dass sie hoffentlich erfühlbar sind und so vielschichtig wie nur möglich wahrnehmbar werden. Und deswegen habe ich mich für die vier, ne? Genau, Texte entschieden. Und alle Texte, die ich, glaube ich, performt habe, sind in dem Buch drin. Buchstabengefühle, genau. Ich habe ein Buch vor jetzt auch schon wieder 3 Jahren rausgebracht, eine poetische Einmischung, Buchstabengefühle, eine poetische Einmischung, wo es darum geht, mich gesellschaftlich, poetisch so einzumischen, dass ich hoffentlich es schaffen kann, Gefühle spürbar zu machen und dass Menschen merken, okay, das, was wir hier erzählen, ist real und das ist nicht einfach eine Imagination und das ist nicht etwas Individuelles, sondern eine kollektive Erfahrung, die sozusagen sehr viele Menschen schon seit Jahrhunderten erleben. Und das ist die Geschichte, warum ich das schreibe und sage und erzähle. Ja, danke dir. Ich habe das Buch auch letztes Jahr schon gelesen. Oh nein, wow. Ja, tatsächlich. Und ich fand auch, es ist so sehr schön, es bringt halt diese emotionale Ebene in diesen Diskurs, der sonst manchmal sehr intellektuell werden kann. Und das ist so wichtig, dass wir das auf verschiedenen Ebenen angehen. Und da fand ich es wirklich sehr inspirierend und kann es auch sehr empfehlen. Danke. Und was anderes, was mir so in der Auseinandersetzung mit deiner Arbeit auch noch auffiel, war, ich habe so diesen einen Satz gelesen, der war, du beschäftigst dich in deiner Arbeit insbesondere, wie war das hier, in deiner Arbeit spiegeln sich deine gesellschaftlichen Realitäten wider. Und erstmal dachte ich, ja logisch, ne? ist doch logisch, wenn wir kulturelle, künstlerische Arbeit machen. Das ist ja eigentlich für uns alle so, dann spiegeln sich unsere gesellschaftlichen Realitäten wieder. Aber jetzt ist bei dir es wahrscheinlich so, dass deine gesellschaftlichen Realitäten eben nicht der Dominanzgesellschaft entsprechen. Wie gehst du damit um, dass es dann eben manchmal auch einfach Zuschreibungen oder andere Wahrnehmungen gibt? Ist das eine Hürde oder ist das eine Befreiung oder ist das auch gar nicht dein Problem? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, gab es irgendwann einen Punkt, der für mich sehr befreiend da drin war. Also diese Welt erwartet ja erst einmal, ich sage es vielleicht ein bisschen polemisch, aber nicht viel von mir. Und in diesem Raum des Nicht-Erwartens checken sie nicht, was für Magic, Black Magic dahinter steckt. Und das zu verstehen, dass die Erfahrung, die ich da mache, das, was ich da auf die Bühne bringe, wird irgendein Mensch da draußen spüren und fühlen. Und das ist für mich der Punkt, dass für mich geht es darum, dass ich die Menschen adressieren möchte, die sich damit verbinden können und die vielleicht auch daran anecken, aber auch die verbinden sich irgendwie damit, weil sie sozusagen in ihren Kern der Gefühle kommen. Es geht für mich immer darum, Emotionen zu zentralisieren und das nicht nur aus so einer Heidi-Pum-Pipi, wir singen jetzt alle am Feuer Kumbaya, sondern es geht wirklich um eine radikale Sensibilisierung, eine radikale Softness und die, wer es versteht, ist okay, wer nicht ist, I'm okay with you. Du bist okay, ich bin okay, es passt schon. Ja, genau, also es ist nur jeder in seiner eigenen Wahrnehmung erstmal. Der Untertitel hast du ja auch schon erwähnt heute. Wir haben ein bestimmtes Thema, Position gegen Rassismus. Mhm. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, also schwarze Menschen oder People of Color werden ja oft schon allein durch die Existenz und durch das Kunstmachen, Kulturmachen als schwarze Person oder Person of Color als eine Position aktiv gegen Rassismus wahrgenommen. Ohne dass man sich selbst unbedingt so positioniert.
Da würde mich interessieren, ist das was, positionierst du dich zum Teil bewusst so oder ist das was, was eher auch eine Erfahrung war, ne, dass das so wahrgenommen wird? Also nutzt du das oder setzt du es auch nicht bewusst ein oder welche anderen Perspektiven, Sichtweisen wären auch wünschenswert noch dazu? Ich glaube, ich finde das wirklich auch, weil es auch gerade auch ein sehr aktuelles Thema für mich ist. Also die Fragestellung, kann ich als schwarze Künstlerin, kunstmachschaffende Person, kann ich da drin auch Kunst machen, die nicht mein Schwarzsein auch betitelt? Mhm. Wie wäre es, wenn ich jetzt irgendwie eine Serie an Malereien ausstelle zum Thema Gänseblümchen im 17. Ja. Jahrhundert oder schön. Sowas? Ist das möglich? Also ist das möglich? Nehmen die Leute mich damit an? Können die das verstehen? Und wo ist da der Raum für? Also die Diskussion führe ich oft auch mit anderen Leuten und frage mich das auch immer wieder. Gleichzeitig, ich mache das vielleicht auch, über etwas zu schreiben, wo auch die Normen, wo auch der Klaus und der Waldemar damit umgehen könnte. Aber in erster Linie sind die nicht mein Zielpublikum. Aber ein Punkt da drin ist aber auch zu sagen, ich merke, ich kann nicht anders als meine Unterdrückungserfahrungen, die eben so verwoben sind miteinander. Mhm. Deswegen, wenn ich von Rassismus spreche, spreche ich auch davon, was es bedeutet, queeren Rassismus zu erfahren. Und Rassismus verschränkt mit Behinderungen und mit einem fetten, großen, wundertollen Körper zu sein haben. Oder ich spreche über andere Marginalisierungen und die sind nicht wegzudenken. Und alles zusammen macht mir eine Person aus und man kriegt mich nicht einzeln. Und trotzdem ist aber der Fokus, den ich immer wieder raus, der sich immer wieder zeigt, ist eben Rassismus. Und ich glaube, dass es für mich darum geht, die Kunst zu machen, die ich mache, die künstlerische Arbeit, die und die werden die Leute finden, die sie finden. Also unabhängig davon, ob ich das zentralisiere oder nicht. Ja, danke schön, ja. Absolut. Und du kuratierst und moderierst ja auch ja. Eine sehr schöne Veranstaltungsreihe, die One World Poetry Night. Hier übrigens, in diesen Räumen eigentlich. Ja. Ja. Wenn wir wieder dürfen. Wenn wir wieder dürfen. Genau. Ich wollte ja auch mal mitmachen. Ja, und das wirklich, war so ein paar Monate irgendwie vor Corona. Aber wir kommen zurück. Wir schaffen es wird das, stattfinden. Wir schaffen das. Aber ich fand das eben sehr spannend, dass du auch dieses Element hast, wo du eben auch anderen extra eine Plattform erschaffst. Und ja, was ist daran nochmal so besonders wichtig auch für dich? Eben dieses Eröffnen auch und Schaffen von Räumen, also für ganz viele Perspektiven eben. Ich glaube, für mich war ziemlich klar, dass diese poetische Kunst, also das Poesie und diese Kunst auf die Bühne zu bringen, für mich sehr heilsam war und sehr heilend war und befreiend und rebellierend und ich war mir sicher, dass es auch anderen Menschen so geht. Und für mich, ich habe irgendwann gemerkt, oh Gott, es gibt eigentlich überhaupt keine Bühnen, wo ich mit meinen Texten hinkommen kann. Die Karin und der Gundolf, die erzählen halt über Sachen, die ich nicht teile oder nicht nur bedingt teile. Wenn es mir so geht, wie geht es dann anderen Leuten, die sozusagen auch ihren Raum brauchen? Und so hat sich das dann halt ergeben, die One World zu kreieren und die One World Poetry Night und da Leute zusammenzubringen und wirklich zu gucken, okay, wie können wir so unterschiedliche Perspektiven, wir haben alle zu lernen, wir haben alle uns kennenzulernen und uns selbst auch kennenzulernen und durch Zuhören und Mitspüren und Schnipsen und Klatschen und alles, was an Emotionen möglich ist in so einem Raum, gemeinsames Essen teilen, Bücher zu lesen, Leute neu kennenzulernen, noch nicht zu kennenzulernen, neue Sachen zu hören, das so einen Raum zu kreieren und dabei aber auch Leute eine Plattform zu geben, die nehmen sich die. Mhm. Weil es nicht darum geht, ich bin nicht irgendjemand, der sagt, oh, hier komm. Also ja. Ich hoffe, dass die One World existiert und Leute sagen, ey, ich habe Bock darauf, ich muss meine Geschichte erzählen. Und das zu wecken und wir haben alle unsere Geschichte zu erzählen, das soll dieser One World Raum bieten und ich hoffe, das tut dann noch ganz lange und bald wieder und deswegen, ja. Ja, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, auch in diesem, auch ob wir uns Raum nehmen oder geben, weil in diesem Geben von Raum steckt ja schon so eine Hierarchie auch wieder drin. Es ist mein Raum und ich gebe dir was ab, sondern wir nehmen uns diese Räume, die wir möchten. Ja. Ja. Ach, ich danke dir. Ja, danke dir auch. Und abschließend würde ich noch spannend finden, was machst du aktuell? Gibt es was, woran du gerade arbeitest oder recherchierst?
denkst, planst, inspirierst? Immer. Es ist immer irgendwie was am Start und vielfach und überlappend. Und ich habe irgendwie ziemlich schnell Anfang der Pandemie im letzten Jahr festgestellt, ich habe nur die Kunst, um irgendwie mich auszudrücken und habe die Sammlung von Collagen, Gedichten, Fotografien, Selbstporträts, Straßenfotografie zusammengestellt und werde hoffentlich im Frühling, eigentlich wollte ich es noch im März schaffen, aber naja, das Leben kommt manchmal dazwischen, habe ich ein Buch erstellt, ein E-Book wird es werden und so 200 Seiten, was ich so in diesem Jahr erlebt habe und das wird jetzt irgendwie jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen rauskommen und sonst habe ich ganz viel gesungen, sind ja alle zu Hause und ich habe versucht irgendwie auch auf der Straße zu sein, mit den Leuten, die irgendwie vielleicht auch keine so viele Vernetzungen, so viel zu Hause haben und ja, und irgendwie dann doch viele Serien gucken und so, aber alles zusammen halt. Hey, I'm true, I'm wirklich, Leute. Also, kann auch inspirierend sein. Es ist Healing, also ja. Irgendwie so, also so ein Zwischending zwischen, ich habe ganz viel Kunst gemacht und einfach nur abgehangen und versucht zu heilen, also ja. Darum geht es, glaube ich. Ja, zumindest. Ja, vielen Dank. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auch auf das E-Book. Ich danke dir. Das hole ich mir auf jeden Fall. Und genau. Sperlinien heißt es. Es heißt Sperlinien übrigens. Schon. Sperlinien. Ich dachte, schon mal super. Schon genau, mal ansagen. Sehr gut. Ja, und dann vielen Dank. Genau, und wir machen im Programm schon weiter mit unserem nächsten Punkt. Ich danke dir. Ich danke dir für die wunderschönen Fragen. Und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Ja, klar. Danke dir. So, ich komme noch mal kurz etwas näher an die Kamera heran und hantiere hier weiter mit meinen Zetteln und meinen Moderationskarten. Einen Moment. Als nächstes im Programm haben wir nämlich Mutlu Ergün Hamaz. Mutlu ist Doktorand an der London School of Economics Sociology Department und lebt derzeit als Elternteil, Autor, Berater, Performer, Trainer und Sozialforscher in Berlin. Und auch Mutlu verwendet die Pronomen er, ihm, erstmal dazu gesagt. Und er wird jetzt auch mit einer Lesung, Performance, erstmal uns willkommen heißen zu seiner Arbeit. Und zwar liest er ein Kapitel, einen Auszug, Wo kommst du her? Aus seinem Buch Kara Günlük, die geheimen Tagebücher des Desperado. Und ich mache Platz und setze meine Mundmaske wieder auf. Für Mutlu. So. Okay, so, ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören, auch alle Leute im Internet. Wie gesagt, mein Name ist Mutlu Ergün Hamaz und ich lese aus Kara Günlük, die geheimen Tagebücher des Desperado. Und ich werde aus dem ersten Kapitel vorlesen und das heißt, Wo kommst du her? Eigentlich ist dieses Thema total abgegessen. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich überhaupt mit dieser Belanglosigkeit mein schönes Tagebuch beschmutzen soll oder nicht. Aber schließlich habe ich mir gedacht, ach, was soll's, dir ist sowieso gerade langweilig, du hast nichts Besseres zu tun. Also schreib einfach über dieses Thema. Du kannst nie wissen, vielleicht kommt dir doch etwas an. Ihr werdet es schon ahnen. Es geht um die völlig sinnfreie, überflüssige, nervige, viel zu häufig jeder BPOC in Deutschland gestellten Frage, Wo kommst du her? Ich habe mich schon so lange nicht mehr unter Weißen bewegt, sodass mir diese Frage seit langer Zeit nicht mehr gestellt worden ist. Aber gestern hat mich Mejnun zu einem Essen mitgenommen und manchmal gibt es eben kein Entkommen. Mejnuns weiße Freundin Lena hatte ihn zu einem Abendessen in ihrer WG eingeladen. Ehrlich gesagt hatte ich gar keine Lust mitzugehen, denn Lenas Mitbewohner sind alle weiß und nicht sehr weise.
Aber Mejnun bettelte und flehte. Schließlich bot er mir an, den Rasen im Garten meiner Eltern zu mähen, womit ich für den nächsten Monat voll aus dem Schneider wäre. Außerdem ist er mein Cousin, also habe ich ihm den Gefallen getan. Aber natürlich bin ich für solche Fälle vorbereitet. Mein Lyrical Guerilla Arsenal an Antworten ist bis zum Anschlag gefüllt. Ich mache keine Gefangenen. Lena hat ein ausgezeichnetes Essen nach türkischer Art gezaubert, jedoch die Todsünde begangen, den Knoblauch wegzulassen. Da saßen nun alle am Tisch. Ich checkte die Lage sofort ab. 5 Weiße, Lena, ihre weißen Mitbewohnerinnen und deren Freundinnen, dann 2 POCs, Mejnun und ich. Doch kaum hatten wir mit dem Essen angefangen. Mein erster Bissen lag gerade mal auf der Gabel, da geschah es. Das erwartete Unfassbare. Dieser Affront gegen jegliche interkulturelle Etikette. Einer stellte die scheinbar banale, aber im weißen Unterdrückungssystem fest verankerte Frage: Wo kommst du her? Mejnun ging in Deckung. Lena hätte sich vor Schreck beinahe verschluckt. Aber den Desperado bringt nicht so leicht aus der Fassung. Ein kurzer Griff in mein Arsenal, durchladen und feuern. Mein Spruch traf voll ins Weiße. Mejnun und Lena lachten sich schlapp und auch die anderen Weißen schmunzelten über meine tiefsinnige Antwort. Selbst der Fragesteller quälte sich ein Lächeln ab. Zumindest dieser Weiße hatte begriffen, dass seine Frage unangebracht gewesen war. Natürlich seid ihr jetzt alle ganz gespannt und wollt wissen, was ich denn Kluges zu diesem Typen gesagt habe. Aber ja, wasch. Ich werde euch noch etwas auf die Folter spannen. Nur eines sage ich schon vorweg. Es ist die beste Antwort, die ich für solche Fälle parat habe. Und das muss schon etwas bedeuten, wenn der Desperado das sagt. Jedes Mal, wenn mir die Frage, wo kommst du her, gestellt wird, dann ist es, als bliebe die Zeit stehen und mein ganzes Leben rauscht an mir vorbei. Ich erlebe die Abermillionen Augenblicken wieder, in denen mir diese Frage gestellt wurde, und ich erinnere mich auch an all die verschiedenen Antworten, die ich auf diese Frage gegeben habe. Aber zunächst eine theoretische Einführung ins Thema. Was meint der gemeine Teutone mit dieser Begrüßungsformel? Wo kommst du her? Hinter dieser Frage verbirgt sich kein wohlmeinendes Interesse. Um die germanische Denkweise zu veranschaulichen, verwende ich den neandertalischen Satzbau. Wo kommst du her? Bedeutet, du nicht weiß. Weil du nicht weiß, du nicht sein kannst Deutsch. Also, wo kommst du her? Ich sein weiß. Ich schon vorher hier. Du gekommen später. Weil ich schon vorher hier, ich mehr Rechte. Außerdem impliziert die Frage, wo kommst du her? Gleich die zweite Frage, und wann gehst du wieder zurück? Natürlich müssen die Strategien im BPOC-Guerillakampf gegen die weiße westliche Hegemonie verbreitet werden. Also hier sind sie, meine Top 5. Die 5 besten Antworten auf die kolonial gefärbte Frage, wo kommst du her? Platz 5. Wo kommst du her? Aus Berlin. Und du? Und dann frage ich die Fragenden aus. Nach ihren Großeltern, Eltern, Schwägerinnen, väterlicherseits, angeheirateten Großtanten, Cousins dritten Grades. Ich betreibe intensive Ahnenforschung bis in die 12. Generation. Wenn die Leute dann ihren arischen Stammbaum bis auf die Unterhose vor mir ausgebreitet haben, keimt bei ihnen manchmal die Hoffnung auf, auch von mir zu erfahren, woher ich komme. Doch wenn sie ihre Frage wiederholen, dann sage ich nur kühl, das sei viel zu persönlich, ich gebe keine Auskunft über meine kulturelle Herkunft. Platz 4. Wo kommst du her? Aus Wien. Wie? Berlin. Ich komme aus dem Wedding und vorher war ich in Neukölln. Und wo bist du geboren? In Tiergarten Moabit. In Kreuzberg bin ich zur Grundschule gegangen, in Schöneberg aufs Gymnasium, in Zehlendorf habe ich angefangen zu studieren und jetzt bin ich in Mitte. Leute, das ist natürlich Quatsch, der Desperado ist ein geborener Weddinger, merkt euch das. Representing Berlin City, shout out zu meinen Heads aus dem Wedding. Keine Weddinger hier. Moabit ist, oh yes. Wir machen danach noch Party, ne? Platz 3. Platz 3 ist etwas komplexer. Wenn die Leute mich fragen, wer ich komme, dann erzähle ich ihnen eine falsche Familiengeschichte. Sie lautet folgendermaßen. Mein Großvater mütterlicherseits ist zur Hälfte marokkanischer Kabyle und Mongole. Meine Großmutter mütterlicherseits ist zur Hälfte chilenische Indigener und Kubanerin. Sie lernten sich auf Mauritius kennen und heirateten dort. Mein Großvater väterlicherseits ist zur Hälfte Libanese und Hawaiianer. Meine Großmutter väterlicherseits ist zur Hälfte aus Malaysia und zur anderen Hälfte aus Mali. Sie lernten sich in Mexiko kennen und heirateten dort.
Das heißt, mein Vater ist ein Viertel malaysisch, hawaiisch, libanesisch, malisch in Mexiko sozialisiert. Meine Mutter ein Viertel kabylisch, marokkanisch, mongolisch, kubanisch, indigener / chilenisch, Mauritius sozialisiert. Sie lernten sich in Pakistan kennen und kamen dann nach Europa. Ich bin in Deutschland geboren. Das heißt, ich habe einen pakistanisch-mexikanisch-mauritischen Hintergrund mit Wurzeln in Marokko, Chile, Kuba, Mali, Mongolei, Libanon, Hawaii, Malaysia. So, das war jetzt nur die Kurzfassung. Das Ganze kann ich bei Bedarf auf ungefähr 4,5 Stunden ausdehnen, mit allen Details und Anekdoten. Ich quäle die Leute so lange mit meiner falschen Familiengeschichte, dass sie sich beim nächsten Mal ganz lange und sorgfältig überlegen werden, ob sie fragen sollen, wo kommst du her? Platz 2. Manchmal ist die Frage, wo kommst du her, auch mit einem gewissen Verlangen nach Exotik verbunden. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund eignet sich mein Gesicht hervorragend als Projektionsfläche. Wenn ich die Leute meine Herkunft raten lasse, dann glauben sie alles Mögliche. Von Mittel- und Südamerika bis Nordafrika, auch Asien, mit Ausnahme von Russland, Japan und Laos, aber Laos auch nur, weil das keiner kennt. Manchmal, wenn die Leute mich ansehen und fragen, woher ich komme, dann sehe ich es aufblitzen. Dieses Verlangen nach einer exotischen Geschichte. Und da ich im tiefsten meines Herzens eigentlich ein Menschenfreund bin, will ich die Leute nicht mit einer banalen Antwort enttäuschen. Dann erzähle ich, dass ich ein tibetanischer Mönch sei, aus einem Kloster in Timbuktu geflohen und auf einem großen Holzstamm in Amazonas hinuntergetrieben. Die Strömung und das Schicksal brachte mich dann schließlich bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Platz 1, okay, ich kann es in euren Augen sehen. Ihr wollt natürlich wissen, was ich dem Typen Lena SWG an den Kopf geworfen habe. Ihr wollt wissen, was meine beste Antwort ist. Gut, dann will ich euch nicht länger leiden lassen. Eines muss ich aber vorher noch erwähnen, diese Antwort ist eigentlich nicht von mir, sondern ich habe sie von einem Freund, aber sie ist einfach so genial, dass ich mein Repertoire aufnehmen musste. Also hier ist sie, die Nummer 1, Best of 5. Die ultimative Antwort auf die Frage, wo kommst du her? Aus Mama. So, wir müssen uns kurz wieder neu zusammensortieren. So. Super. Ja, Mutlu, vielen Dank erstmal. Ich fand das großartig, der Punkt gerade bei euch beiden war der gleiche. Wo kommt ihr her? Aus Mama. Ja, das habe ich übrigens auch schon zu Menschen gesagt, die mich das gefragt haben. Das ist doch einfach die beste Antwort, die es darauf gibt. Ja. Wisst ihr nicht, wie Biologie funktioniert. Ja, also vielen Dank für diesen Beitrag aus deinem Buch. Und da würde ich tatsächlich auch ganz gerne schon anschließen. Genau, wir haben jetzt ein bisschen einen Einblick gekriegt. Das hast du aber auch schon vor, ich glaube, 10 Jahren veröffentlicht. Worum geht es eigentlich insgesamt in die Kara Gündi, die geheimen Tagebücher des Desperado? Das ist ein Buch, da geht es um einen Charakter, der nennt sich Desperado. Und der studiert in Berlin und erlebt halt irgendwie mit seiner Familie, mit seinen Freunden immer wieder so aberwitzige, alltagsrassistische Situationen und entwickelt aber auch dann total witzige Strategien, irgendwie damit umzugehen. Und es geht halt aber auch darum, dass er auf die ROC, die Revolution of Color, zuarbeitet. Also es ist so 100 Tage, die er quasi jeden Tag irgendwie abzählt und fast jeden Tag auch irgendwie was zu erzählen hat. Und bei der Revolution of Color, da befreien sich dann sozusagen alle BIPOCs. Das ist spannend. So, genau, das ist so die Vision, um die es geht. Sehr schön, schöne Vision. Und ich habe dich ja schon mal ein bisschen vorgestellt am Anfang, aber du bist auch, wie eigentlich alle unsere GästInnen heute Abend, sehr, sehr vielfältig unterwegs. Und ja, wenn ich dich jetzt bitten würde, dich in eigenen Worten kurz und knapp vorzustellen, was beschäftigt dich, was bewegt dich? Wäre das möglich? Wahrscheinlich unmöglich, aber ja, geh es doch mal an. Das wäre schwierig. Ich meine, das meiste hast du eigentlich auch schon gesagt, ne? So Elternteil sein ist auf jeden Fall ein großer Teil meines Lebens. Ja, schön. Ich habe am 1.1. meine Doktorarbeit abgegeben und bin deswegen am
seit drei Monaten eigentlich am Party machen, so mehr oder weniger. So zwischendurch muss ich natürlich auch irgendwie Lohnarbeit machen und andere Geschichten und was noch? Ich bin Star Wars Fan, Star Trek Fan, beides. Ist auch selten. Meistens ist es ja so eine Wettbewerbssache. Aber ich bin Brückenmensch. Ich bin Brückenmensch. Ich sage, es geht. Wir können auch zusammenleben in Harmonie manchmal. Ja. Ja, schön. Cool. Und auch was mir aufgefallen ist bei dir, du bist ja auch sowohl White Awareness als auch Empowerment Trainer. Und das fand ich ja auch spannend, weil das sind einfach zwei Seiten quasi des gleichen Prozesses. Und vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen oder des gleichen Ziels so ein bisschen auch erzählen, vielleicht auch für Menschen, denen noch nicht klar ist, was so der Unterschied ist von den beiden Ausrichtungen. Was da so deine Arbeit ist in den Bereichen und vielleicht wo diese Bereiche dann auch zusammentreffen. Also ich bin hauptsächlich tätig in dem Verein Phoenix und wir machen dort, wie gesagt, Antirassismus-Trainings, manchmal nennen wir die auch Critical Whiteness-Trainings und Empowerment-Trainings für BIPOCs. Und wir machen biografische Arbeit. Also es geht tatsächlich darum, so zu verstehen, wie bin ich als Person, wie stehe ich in Beziehung zu diesem gigantischen Phänomen Rassismus, was macht das persönlich und wie kann ich auch lernen, damit umzugehen, sowohl als als Person of Color natürlich, aber auch als weiße Person, also was macht Rassismus mit mir, neben dem ganzen Privilegienkram und so, ist da noch ein Rattenschwanz an Sachen mit dabei, sage ich jetzt mal, die, was halt weiße Personen auch, also was Rassismus mit weißen Personen auch irgendwie machen kann. Und genau, da versuchen wir halt irgendwie in den Trainings einen Raum für zu geben und den Leuten die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, also und nicht nur hier, sondern auch hier sozusagen, auch dieser Ebene, was macht Rassismus mit mir eigentlich emotional als Mensch, was macht's? Ja, finde ich einen total schönen Ansatz auch, weil nicht immer nur dieses quasi defizitäre, du musst besser sein für die anderen, sondern auch guck mal, was das mit dir selbst macht. Ja. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Also nicht gesagt sozusagen diese Frage von, wie kann ich als weiße Person ein guter Ally sein, sondern auch, also wie können sich weiße Personen eigentlich auch frei machen? Von diesem Weißsein und wieder da ankommen von dem, was halt vorher da war an Menschlichkeit sozusagen, was durch dieses Weißsein einfach überlagert wird. So. Ja, finde ich einen sehr schönen Ansatz, müssen wir mitnehmen. Und also überhaupt der Antirassismus, also du bist ja auch sehr vielfältig unterwegs, so einerseits als Trainer, aber dann eben auch in deiner eigenen kulturellen und künstlerischen Arbeit und so Antirassismus, Critical Whiteness ist ja was immer wieder da auftaucht und wie ich gerade auch schon Laia fragte, so heute ist ja auch Thema künstlerische Position gegen Rassismus und da würde mich auch bei dir interessieren, ist das eigentlich etwas, das du so bewusst einsetzt? Du hast ja auch schon mal so eine Critical Whiteness Comedy Roadshow gemacht, eine Edutainment-Attacke oder ist das was eher erstmal so auch entsteht, eben als eine Zuschreibung, eben genau wie diese Frage, wo kommst du her, sobald du dastehst und Kultur machst, nehmen Menschen das als etwas wahr oder ist das was du als bewusst eben einsetzt? Also die Edutainment-Attacke war nicht nur eine Critical Whiteness Roadshow, es war eine antirassistische Roadshow, aber ich glaube, ich habe irgendwann hab ich mir so die Frage gestellt beim Kunstproduzieren, beim Schreiben, für wen schreibe ich eigentlich? Mhm. Also wen möchte ich eigentlich ansprechen? Und gerade insbesondere bei dem Kadergünlik-Buch ging es mir darum, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ein Buch schreiben, was BPOCs lesen können, wo die einfach eine gute Zeit bei haben, wo die vielleicht dann mal ein bisschen, vielleicht auch noch mal ein bisschen mitbekommen, so, was ist eigentlich dieses ganze Drumherum von Rassismus, was ich auch erlebe und so, wobei ich das auch viel irgendwie in Fußnoten reingetan habe für Leute, die nicht so viel Bock haben auf diesen ganzen theoretischen Kram und so. Also ich habe zwar jetzt irgendwie nicht gedacht so, dass ich böse bin gegenüber weißen Menschen, wenn ich dieses Buch schreibe. Und ein paar Leute konnten auch damit was anfangen, andere fanden es auch schwierig, aber gut, das ist auch vor 10 Jahren gewesen, da sind Leute noch aus allen Wolken gefallen, wenn halt irgendwie über Weißsein gesprochen wurde oder POC, was ist PVC oder so, was soll das sein? Also Leute hatten echt keine Ahnung von diesen Begrifflichkeiten auch so,
Und ja, das, aber das war schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ne, für wen schreibe ich eigentlich, wie möchte ich ansprechen? Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und auch, was du sagst, halt einfach dann mal diese Begriffe anfangen zu verwenden, das war halt vor 10 Jahren, aber damit hast du es ja dann auch mit auf den Weg gebracht, dass jetzt schon viel mehr Leute dann wissen, ja klar, das sagt mir was, das verstehe ich, die Benennung. Ne, absolut. Und was ich gerade auch noch als Gedanken hatte, du schaffst ja auch noch, wie auch Laia, Plattformen für andere KünstlerInnen. Du hast ja auch schon Wege eröffnet, also auch mit deiner Empowerment-Arbeit, aber auch schon durch kuratierte Projekte, wo du dann Plattformen und andere ermöglicht hast, da ihre Perspektiven zu zeigen. Ja, und wie kamst du so zu dem Bereich auch der Arbeit, eben auch andere Stimmen weiter zu stärken und hervorzuheben? Ja, das ist so, es war so 2003 ungefähr, da bin ich Deniz Utlu begegnet, auch einem relativ bekannten Autor, und wir haben so zusammen damals überlegt, so, boah, ey, wir würden einfach voll gerne Lesungen machen, und wir hatten aber auch irgendwie Lust halt irgendwie, ne, also die ganzen Klaus-Peter und Carina und so, ne, die kriegen wir überall zu hören. So, wir wollen halt einfach irgendwie unsere Leute halt irgendwie hören. So. Und genau, haben halt dann quasi eine Lesereihe gestartet, 1000 Worte tief. Das war so zwischen 2004 und 2006 gewesen. Und ich glaube, wir hätten auch noch weitergemacht, aber ich bin dann 2006 für 5 Jahre ins Exil gegangen. Ich habe in London dann studiert, und genau, und deswegen haben wir dann nicht mehr so viel weitergemacht. Und ja, als ich zurückgekommen bin, haben wir ein bisschen weitergemacht, aber dann kam auch Kind und jetzt Doktorarbeit, und jetzt mal schauen, was so die Zukunft bringt in die Richtung. Ja, aber auch immer wieder neue Fokusse, was natürlich auch schön ist. Und ich glaube auch, was ihr beide jetzt angesprochen hattet, dieses eben auch rausgehen aus der Idee, dass Kultur und Kunst geschaffen werden mit der Dominanzgesellschaft im Zielpublikum. Ne, sondern eben auch, was ist definitiv auch so ein Prozess ist, den ich auch selbst durchwandert bin, wo ich merkte, ich mache das eigentlich schon immer so mit einer Selbstverständlichkeit, dass ich ein ganz anderes Publikum im Sinne habe, aber dass man das eben auch bewusst benennt. Und das ist einfach auch schon so ein Stück weit sehr befreiend. Total. Ne, und das heißt ja überhaupt nicht, dass das nicht extrem wertvoll ist für die Dominanzgesellschaft und alle zu sehen und kennenzulernen. Aber dass wir uns einfach so davon befreien, unbedingt das gemäß der Mainstream-Medien zu machen, weil es einfach so ist und nicht hinterfragt wird. Genau, das ist auch bei deinem Buch und bei deinem Schaffen sehr, sehr wertvoll. Und jetzt, du hast ja schon ein bisschen verraten aktuell, du hast gerade die Doktorarbeit abgegeben. Hast du schon Pläne fürs nächste Projekt? Wo arbeitest du dran? Oder das nächste Kind? Auch Projekte. Also ich finde, mein Kind ist absolut einzigartig. Gibbs, falls du irgendwie zuhören solltest, ich liebe dich. Ja, ich bin ganz froh mit einem Kind im Augenblick. Andere Projekte, ich habe manchmal neben meiner Doktorarbeit so ein bisschen Ideen gesammelt für ein neues Romanprojekt, aber das geht im Augenblick sehr, sehr langsam irgendwie voran, weil es ist erst, wie gesagt, noch nicht mal 3 Monate her, dass ich meine Diss abgegeben habe. Und das war eine sehr, sehr intensive Arbeitsphase gewesen. Auch erstmal ein bisschen Headspace kriegen. Genau, mache ich irgendwie alles gerade so ein bisschen im Schneckentempo. Und ja, wie gesagt, mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber das ist auch total okay, dass wir uns nicht immer so einen Leistungsdruck machen. Ne? Jetzt ist eins beendet, jetzt muss ganz schnell total das nächste her. Sondern eben auch wirklich Sachen wachsen und gedeihen lassen. Total. Und Ideen entwickeln und uns die Ruhe geben. Und das sind wir auch manchmal als Menschen. Ne? Wir sind als Menschen auch einfach manchmal langsam und schwach. Und das ist total wichtig, das auch anzuerkennen, dass das Teil auch unserer Menschlichkeit ist. Ne? Und nicht immer nur höher, stärker, weiter. Das ist halt genau dieses typische weiße Denken, was halt dann einfach nur irgendwann in einer Form von Selbstzerstörung irgendwie enden kann. So. Ja, vielen Dank. Und mit den Worten würden wir das Gespräch hier schon beenden, aber wir würden gerne noch ein bisschen was von dir hören, einen anderen Text von dir. Und zwar hast du jetzt noch uns das Spoken-Word-Stück Deutschland muss entgiften mitgebracht, und ich verschwinde wieder aus dem Bild und übergebe nochmal an Mutlu. Ja.
Ich habe dieses Stück vor ein paar Jahren geschrieben. Ich glaube, war das, glaube ich, sogar 2011 gewesen, also dem Jahr von der Selbstenttarnung des NSU. Und ich habe aber letztens irgendwie nochmal reingeschaut und gerade so nach Hanau habe ich gedacht, so, das ist gar nicht mehr so, das ist gar nicht so unaktuell. Und das Stück heißt Entgiften. Deutschland muss entgiften, Deutschland muss auf Entzug. Deutschland muss den Kurs richten, Deutschland ist auf Sturzflug. Deutschland muss entgiften, Deutschland wird endlich clean, sonst werden meine Crew und ich durch deine Straßen ziehen. Deutschland muss entgiften, Deutschland muss auf Entzug. Deutschland ist high auf einer Droge namens weiße Vorherrschaft. Weiße Leute in Deutschland sind schon so lange high auf dieser Droge, dass sie schon gar nicht mehr merken. Diese Droge macht sie so high, sie verleiht Flügel, öffnet fast jede Tür. Die Tür zu Macht, Wissen und Kultur, zu Arbeit, Wohnungen und nur weil die Hautfarbe und der Name stimmt. Diese Droge macht high, weil sie ist wie ein Ego-Boost. Die Ich bin besser, weil ihr seid alle scheiße Lüge, der wir uns selber hingeben. Die Ich bin ein Mensch und ihr seid alle unzivilisierte wilde Scheiße, die wir uns selber einreden. Aber diese Droge ist nicht billig. Diese Droge hat einen fürchterlichen Preis. Sie kann BIPOC-Leuten das Leben kosten. Sie kann BIPOC-Leuten ihre Existenz kosten. Sie kann BIPOC-Leute ihre geistige und körperliche Gesundheit kosten und noch mehr. Sie kostet weißen Menschen ihren Blick auf andere. Aber vor allem ihren Blick auf sich selbst, denn sie sind abhängig, sie sind hooked, sie sind Junkies, sie hängen an der Nadel, sie sind süchtig nach dem Gedanken, dass es da andere gibt, die unter ihnen stehen, damit sie sich oben fühlen können. Dieses weiße Vorherrschaftsheroin vergiftet und zerfrisst die Herzen und Seelen weißer Menschen. Die Nadel mit dem rassischen Gift wird so früh an die Venen unserer Kinder gesetzt. Wie sollen sie sich wehren? Und mit der Abhängigkeit am weiße Vorherrschaftsheroin beginnt der Abstieg aus der Menschlichkeit. Der Verlust von dem, was es bedeutet, Mensch zu sein. Da werden Menschen zu Döner. Da werden Unschuldige zu Kriminellen. Da werden Kriminelle zum verlängerten Arm des Staates. Verlust der Menschlichkeit, des Einfühlungsvermögens. Fühlen wir uns ein. Blutwurstmorde, Sonderkommission Spreekanal oder Hänsel und Gretel, V-Mann bekannt als kleiner Osama? Aber mein Vergleich hinkt, denn weder die Leute im Nahen Osten noch Osama sind oder waren White Supremacy Junkies, was ihnen die Macht verlieh, die größten Player auf dem Planeten zu sein. Deutschland muss auf Entzug, Deutschland muss auf Cold Turkey, Deutschland muss runter vom weißen Vorherrschaftsheroin, aber das wird nicht so leicht gehen. Das geht nicht mit Lichterketten und Lippenbekenntnissen, das funktioniert nicht mit Verdrängung, nicht mit dem weißen Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass wir an der weißen Vorherrschaftsheroin-Nadel hängen. Das geht nur mit einem tiefen Blick in den Spiegel, das funktioniert nur mit einem warmen Blick in das Gesicht des White Supremacy Junkies, mit dem Eingeständnis, dass wir abhängig von dem rassischen Rauschgift sind. Aber dass wir von jetzt an bereit sind, eine Entgiftungskur zu machen und versuchen, clean zu bleiben. Deutschland muss entgiften, Deutschland muss auf Entzug, Deutschland muss den Kurs richten, Deutschland ist auf Sturzflug, Deutschland muss entgiften, Deutschland wird endlich clean, sonst werden meine Crew und ich durch deine Straßen ziehen. Deutschland muss entgiften, Hans-Joachim muss entgiften, Petra muss entgiften, Sakine muss entgiften, Muttl muss entgiften, ich muss entgiften, ich muss entgiften, ich muss entgiften, ich bin abhängig. Ich bin abhängig auf einer Droge namens Ich bin, weil du nicht bist. Ich bin abhängig auf Cis-Mann-Sein, weil du kein Cis-Mann bist. Ich bin abhängig auf Hetero-Sein, weil du kein Hetero bist. Ich bin high auf Hellhäutiger-Sein, weil du nicht Hellhäutiger bist. Ich bin high auf Bildung, weil du nicht hast, das hast, was ich als Bildung verstehe. Ich bin high auf, verdammt, die Liste ist lang. Ich sehe in den Spiegel und ich hasse dich in mir.
ich will nicht mehr high sein. Denn high sein macht mich statisch. High sein gibt mir für jeden Scheiß eine Antwort. Wer du bist, wer ich bin, wohin ich gehöre, was ich darf, was du nicht. Aber die Wahrheit ist, es gibt keine Antworten. Es gibt kein statisches Ich, das ich irgendwo auf meiner Haut, zwischen meinen Beinen, versteckt hinter meinen Arschhaaren finden kann. Es gibt nur ein sich bewegendes Ich, das, obwohl es keine Antworten findet, keine Angst hat, weiterhin Fragen zu stellen. Denn etwas, das sich bewegt, finden wir nur, wenn wir suchen. Ich will mich fragen, wer mir wann und wieso den Scheiß eingetrichtert hat, was Männlichkeit oder Sexualität bedeutet. Ich will mich fragen, wie viel Müll ich in der Schule oder in der Uni gelernt habe und wie viele Leerstellen diese Bildung in mir hinterlassen hat. Ich will mich fragen, wie viel Dreckmist ich bereits konsumiert habe, der anderen Menschen das Leben vergiftet hat. Ich will mich fragen, warum es immer so scheiße einfach ist, die Fehler bei den anderen zu sehen und so scheiße schwierig, kritische Fragen sich selber zu stellen. Ich will mich fragen, verdammt, die Liste ist lang. Das Fragen stellen hilft mir zu wissen, wo ich stehe. Hilft mir zu wissen, wohin ihr euch euren Integrationsbambi stecken könnt. Hilft mir zu wissen, zu wem ich spreche. Was ich sage und warum. Es hilft mir auch zu wissen, dass ich nicht frei bin von dem Gift. Deutschland muss entgiften, Deutschland muss auf Entzug, Deutschland muss den Kurs richten, Deutschland ist auf Sturzflug, Deutschland muss entgiften, Deutschland wird endlich clean, sonst werden meine Crew und ich durch deine Straßen ziehen mit dem Gegengift. Vielen Dank. Vielen Dank, Mutlu. So, ich glaube, du musst dein Mikro jetzt auch wieder mitnehmen. Jeder hat ja sein eigenes Mikro, jede Person, ganz vorschriftsmäßig. Und es geht weiter. Ich freue mich, very much last but not least, Suher Jasmati und Dominik Jalö willkommen zu heißen. Die beiden verwenden die Pronomen er, ihm, aber natürlich nicht, wenn ihr von beiden zugleich spricht, nur wenn ihr von ihnen einzeln sprecht. Und auch um die beiden kurz vorzustellen. Suher ist Podcaster, politischer Bildner, Trainer und DJ. Dominik ist auch Podcaster, Partyveranstalter und Kulturaktivist. Und zusammen sind die beiden Initiatoren und Moderatoren des Black Brown Queer Podcast und mit diesem auch heute Abend hier. Und jetzt heiße ich euch herzlich willkommen und kommt mal hier ins Bild gelaufen. Ich stelle mal das hier weg. Ist okay, kann ich alles zugleich. Technischen Umbau, Moderation. So. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Super. Hallo. Herzlich willkommen auch an euch beide. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Ja, es freut uns sehr, euch hier zu haben. Und wir können jetzt keinen Ausschnitt aus eurem Podcast zeigen, aber wir haben nachher noch ein paar Live-Einlagen bestimmt. Und erstmal würde ich aber auch euch beide gerne bitten, ich habe euch ja schon mal so kurz vorgestellt, wenn ihr euch jetzt noch mal in ein paar mehr Worten vorstellen müsstet, was würdet ihr uns sagen? Was beschäftigt euch im Leben? Es kann auch abstrakt sein. Möchtest du zuerst? Wow, was beschäftigt mich im Leben? Ja. Oh, so viele Fragen beschäftigen mich im Leben. Genau, ich bin, genau wie du schon gesagt hast, ja, Podcaster von Barbecue, dem Black Brown Queeren Podcast. Arbeite noch nebenbei bei einer NGO, gebe viele Workshops, also bin Trainer eben auch so in den Bereichen, genau, so Rassismus, Sensibilisierung und noch vieles, vieles mehr, auch vor allem im Campaigning-Bereich. Genau, und bestimmt noch vieles mehr, was mir gerade nicht einfällt, weil es meinen ganzen Tag raubt, aber ja. Cool, und Dominik? Ja, du hast es auch sehr schön zusammengefasst. Mein Name ist Dominik Jalö, ich bin Podcaster und Veranstalter von queeren Hip-Hop-Partys. Und darüber hinaus arbeite ich ebenfalls für eine NGO, aber nicht die NGO von Suher, sondern für eine andere, auch als Projektmanager und Campaigner. Ja,
super spannend. Könnten wir uns auch stundenlang nur darüber unterhalten. Aber heute seid ihr vorrangig hier wegen eurem Podcast, dem Black Brown Queer Podcast. Und da ist ja schon der Name eigentlich eine ganz klare Programmansage. Richtig, richtig. Ne? Muss man nicht lange drüber nachdenken, ist super. Und was ihr macht, ist, ihr präsentiert und stärkt BIPOC-Perspektiven und queere Perspektiven, die eben in den Mainstream-Medien zu kurz kommen oder auch ganz fehlen oft. Und was mich da interessieren würde, wie seid ihr zum Podcast gründen gekommen? Also wie hat sich dieses Format für euch da herausgezeichnet als das geeignete Format für euch? Ich glaube, wir reden beide sehr gerne. Das ist schon mal das Erste. Ich glaube, wir tauschen uns insgesamt auch oder machen uns einfach Gedanken zu Sachen und haben irgendwann irgendwie so an einem lauwarmen Sommertag uns so über bestimmte Sachen unterhalten, die uns halt so im Leben beschäftigen. Das sind so Sachen wie, also so eine grundsätzliche Frage war, warum wohnen wir beide im Wedding und warum wohnen wir beide nicht in Schöneberg zum Beispiel? Beziehungsweise anders gefragt, welche Beziehung haben wir irgendwie so zu unseren vielen Identitäten und zwei Identitäten irgendwie so, sich nicht als weiß zu definieren und sich aber eben auch als queer zu definieren und welches dieser Identitäten irgendwie stärker da ist. Und das waren so spannende Unterhaltungen, dass wir dann so gesagt haben, okay, ich hatte schon immer irgendwie auch Bock, so einen Podcast zu machen. Dominik hat sich dann auch entpuppt als jemand, der gerne so mal einen Podcast starten wollte. Und dann haben wir gesagt, okay, so lass es doch einfach mal probieren. Genau. Ich glaube, es im Grunde genommen, um noch mal hinzuzufügen, sind wir darauf gekommen, dass wir im Wedding leben, weil wir zwar natürlich auch in unserem Leben als queere Menschen Homofeindlichkeiten erlebt haben, Queerfeindlichkeit, aber doch mehr Rassismus-Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben. Das ist dazu geführt hat, dass wir uns eigentlich unter nicht weißen Menschen oder in Stadtteilen, die ein etwas vielfältigeres Straßenbild prägen, wohler fühlen, als eben in vielleicht einem weißen, sehr queeren Schöneberg. Ja, danke euch. Und wie können wir uns das jetzt so vorstellen bei eurem Podcast? Also wie geht ihr so redaktionell, inhaltlich vor, wenn ihr eine neue Folge macht? Ne? Wie legt ihr fest, worum geht es? Redet ihr zusammen? Redet ihr noch mit anderen Leuten, dass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen? Ja, und wie geht ihr das dann an? Also es ist ja unterschiedlich tatsächlich. Also erstmal fangen wir bei uns an und bei den Themen, die uns interessieren. Wir machen das jetzt seit einem Jahr oder seit etwas über einem Jahr. Das heißt, momentan sind 13 Folgen erschienen. Das heißt, wir haben erstmal natürlich bei den Themen angefangen, die uns persönlich sehr am Herzen liegen. Ich glaube, jedes Thema, was wir behandeln, liegt uns irgendwo auf einer gewissen Art am Herzen. Aber es waren schon die, die uns persönlich schon noch am meisten beschäftigt haben. Und dann ist es themenabhängig. Also in der Regel haben wir 1 bis 2 GästInnen pro Episode eben zu themenspezifisch eingeladen. Aber es gibt auch Themen, die wir unter uns besprechen, weil wir sagen, okay, da brauchen wir jetzt nicht noch eine andere Meinung zu, dann eine ExpertInnen-Meinung, da haben wir genug selbst zu berichten. Und ja, also so, ich glaube, wir schauen uns halt irgendwie auch so an, okay, was ist gerade vielleicht wichtig, dass wir das auch nochmal aus einer QTB-POC-Perspektive auch nochmal uns anschauen, also bestimmte Debatten, Diskurse, die geführt werden, wo wir dann nochmal irgendwie so einen Blick nochmal tiefer in, also so in die Intersektionalitäten und Verschränkungen eben von bestimmten Debatten nochmal schauen wollen, die oftmals vielleicht auch so zu kurz kommen und wo wir dann eben sagen, okay, lass uns das Thema doch nochmal aufgreifen, aber nochmal aus einer anderen Perspektive oder aus einem anderen Blickwinkel vielleicht nochmal betrachten. Und da sagst du auch was ganz Wichtiges. Es geht ja gar nicht unbedingt nur darum, sich eben mit Black und Brown und Queer-Sein auseinanderzusetzen, sondern aus dieser Perspektive zu gucken und das eben zu teilen. Ne? Guckt euch das doch mal aus dieser Sichtweise an. Und das ist auch so ganz wichtig dabei. Und wir decken die natürlich auch nicht komplett ab. Ne? Also so, ich glaube, das ist immer auch wichtig, so zu betonen, dass wir jetzt auch nicht so das komplette Spektrum
Spektrum abdecken können oder wollen auch so, sondern dass wir halt auch nur einen ganz bestimmten Teil halt natürlich auch abdecken. Aber ich glaube, der Teil alleine schon, den wir abdecken, kommt schon viel zu wenig vor, weshalb das, glaube ich, halt irgendwie auch, ja, je mehr da ist, halt immer auch eine Bereicherung auch irgendwo da ist. Genau, weil genau darum ging es eben auch auf die, bei diesem Gespräch auf der Wiese, das Suher schon angesprochen hat. Wir haben festgestellt, dass wir einfach in unserer Jugend, in unserer Kindheit wenig Vorbilder hatten, die eben A, queer waren und B, noch dazu nicht weiß. Das war definitiv etwas, was wir vermisst haben. Und das war auch ein Ansatz zu sagen, okay, wir müssen was schaffen, wo eben diese Themen besprochen werden, weil sie einfach in den Medien noch viel zu kurz kommen. Ja, und wie können wir uns das so inhaltlich vorstellen? Wenn ihr dann ein Thema habt, vielleicht gebt ihr uns einen kleinen Input. Wie würdet ihr das jetzt angehen, ne, wenn ihr ein Thema habt? Wie arbeitet ihr da dann dran im Podcast? Okay, macht ihr die live oder vorproduziert? Aha. Also nee, wir produzieren vor. Wir nehmen so 1 bis 2 Wochen vor Herausgabe und vor Publikation jeder Folge auf. Und wie gehen wir ran? Also so, wir haben erst einmal bestimmtes Thema, so wir sagen, hey, das ist doch mal spannend, irgendwie nochmal uns anzuschauen oder hey, da ist das gerade irgendwie da, lass uns doch versuchen, irgendwie so Leute anzufragen. Also so, ne, Themen sind immer so ein Ding, so wo man dann irgendwie schaut, okay, wen können wir da bestimmtes einladen, wer hat da vielleicht eine ganz schöne, interessante Perspektive auf das Thema, aber dann zum Beispiel auch, weiß ich nicht, dann gibt es vielleicht so bestimmte Anlässe, wie zum Beispiel den Foto 3 No Hard Feelings Film, der rauskam, wo wir dann gesagt haben, hey, das spricht so die Themen an, die wir auch im Podcast ansprechen, und zwar eine Geschichte aus einer nicht weißen queeren Perspektive. Lass doch mal versuchen, die Produktion und SchauspielerInnen einzuladen, was wir dann halt gemacht haben, und dann zum Beispiel auch mit denen über den Film dann zum Beispiel oder die Hintergründe des Films zum Beispiel auch zu sprechen. Also das ist echt immer so von Thema zu Thema und von Anlass zu Anlass immer so unterschiedlich. Aber genau, es wird nie live was gemacht bisher. Nee, es wird noch was live kommen demnächst von uns. Das auf jeden Fall. Aber unseren regulären Lernpodcast, den nehmen wir nicht live auf. Aber es ist auch nicht unbedingt so, dass wir auch immer unbedingt queere Gästinnen haben müssen. Also zum Beispiel als Beispiel in der Queerness und Islam-Folge hatten wir einen Ally, Laila, zu Gast. Oder in der Queerness und Hip-Hop-Folge hatten wir eine Rap-Journalistin zu Gast, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen einfach Expertinnen-Meinungen dazu holen und einen Blick auf die Hip-Hop-Szene, wie queer-friendly ist sie wirklich, etc. werfen. Also es ist sehr, sehr, wen wir einladen und welchen Background die Menschen haben, ist sehr, sehr abhängig davon, was wir eben mit den Menschen, welche Gespräche wir führen wollen. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu der Queerness und Islam-Folge, um vielleicht so einen Einblick zu geben, warum wir sagen, okay, lass hier vielleicht noch mal eine andere Person einladen, ist, weil wir das Gefühl hatten, wenn es um Queerness und Islam geht, so, dann geht es sehr oft irgendwie so um, also so A, einmal so definiere ich mich halt mit beiden Dingen, aber ich glaube, so sehr oft werden dann so sehr häufig so die ähnlichen Fragen gestellt und sehr oft wird sich dann halt so, wird sich halt so reproduziert, und wir haben dann gesagt, okay, wie können wir denn vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel darauf werfen, auf die Mehrheit zum Beispiel von Musliminnen wird halt eben auf eine bestimmte, mit bestimmten Narrativen von Queerfeindlichkeit, Homofeindlichkeit und so weiter geblickt. Und da haben wir gedacht, lass doch mal einen anderen Blickwinkel darauf werfen, so wie wir dann vielleicht mit Leuten sprechen können, so die schon lange irgendwie Allies halt irgendwie sind. So, also aus dieser Perspektive nochmal das Thema angehen. Absolut, weil wenn du oft mit so einer vorgefertigten Meinung in das Interview reingehst und eigentlich die Mainstream-Medien das nur bestätigt haben wollen, ne, und sich dementsprechend die Interviewpartner aussuchen, dementsprechend die Fragen stellen, das ist dann eben gar nicht ein wirklicher Einblick. Und das passiert natürlich wahnsinnig viel in den Mainstream-Medien. Voll, voll. Man lädt sich so gerne Leute ein, die das bestätigen, was du eh schon vorgefertigt hast. Ja, genau. Genau, und da ist es auch so wichtig und wertvoll, eben so einfach andere Perspektiven
ja, zu Wort zu bringen. Und was mich auch interessieren würde, du hast es gerade ein bisschen schon angedeutet, habt ihr Pläne zu expandieren? Habt ihr Pläne, andere Formate zu erproben, die Weltherrschaft zu übernehmen? Also ein anderes Format ist jetzt erstmal nicht geplant von uns beiden, aber wir freuen uns sehr darüber, dass wir so in diesem Jahr schon so gut wachsen konnten, dass wir angenommen wurden von den Podcast-HörerInnen. Und es wird in Zukunft, werden wir auch Live-Podcasts machen, also sind wir zu Live-Podcasts eingeladen. Cool. Sind jetzt in 2 Wochen auch beim 1Live Podcast Festival, das wir eröffnen dürfen, was eine große Ehre ist für uns. Super cool. Also es wird noch viel passieren, aber wir sind offen und forcieren nichts, werden sehen, was passiert. Aber wir arbeiten auf die Weltherrschaft auf jeden Fall an, ja. Ich wollte es nicht so direkt, ich wollte nicht sagen, aber eigentlich ist das schon der Plan. Unsere heimliche Agenda, ja. Und ihr habt auch schon was sehr Interessantes angesprochen, nämlich eben diese Wahrnehmung, sich gegen Rassismus zu positionieren, sobald man eben nicht weiß gelesen ist in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Was aber eben, selbst wenn man dann zum Beispiel auch queer ist oder noch anders positioniert ist, neurodivergent ist, ist sehr oft, was ihr auch schon angesprochen hattet, die erste Wahrnehmung trotzdem erstmal, die machen jetzt hier ein Statement gegen Rassismus. Geht ihr damit in eurem Podcast um oder ist es auch etwas, das euch eigentlich so, diese Wahrnehmung quasi der Mehrheitsgesellschaft jetzt quasi nicht eure Frage oder eure Baustelle ist? Ich finde nicht. Also so, ich habe mir da noch nie so richtig darüber Gedanken gemacht, aber um ehrlich zu sein, für mich ist es schon so selbstverständlich, dass ich eigentlich nicht mehr über diese Frage nachdenken will. So muss man sich irgendwie gegen Rassismus positionieren, weil das sowas Selbstverständliches für mich irgendwie ist, dass ich das, und wir halten uns so oft in dieser Frage irgendwie auf. So, ich meine, schauen wir uns doch mal irgendwie so die Debatten, die irgendwie im öffentlichen Diskurs oftmals geführt werden, da wird dann in Frage gestellt, ja, gibt es Rassismus oder nicht? So, das ist quasi etwas, was immer, wenn es halt irgendwie in dem Thema, so in das Thema irgendwie wieder hochkocht, so dass es dann irgendwie, keine Ahnung, beim ARD oder sonst wo dann gefragt wird, ja, ist es rassistisch oder nicht? Und für uns ist so, boah, ey, bitte nervt uns nicht mit dieser Frage, wir wollen weiterdenken. Ja, genau. Ne? So, ne? Und nicht immer wieder von null anfangen. Weil wir auch nicht den Blickwinkel halt auch von White Mainstream und so weiter einnehmen, sondern weil wir, ne, aus einer Erfahrung halt sprechen, wo das halt sowas von klar ist, dass wir dann halt eher weiterdenken wollen, als irgendwie so von deren Perspektive ausgehen möchten. Total, und es ist ja auch in erster Linie ein Podcast für die QTBPOC-Communities und unsere Allies. Also in erster Linie für nicht weiße queere Menschen. Wir werden auch von vielen weißen Menschen gehört, was uns auch natürlich freut. Aber ich denke auch gerade mit den Communities, an die wir es adressieren, ist es klar, dass wir uns gegen Rassismus positionieren. Mir geht es persönlich viel mehr darum, eben auch Menschen und gerade jungen HörerInnen zu zeigen, ja, mit diesen Problemen bist du nicht alleine und hier hast du eine Plattform, auf der eben diese Themen besprochen werden, unter uns und auch in so einer Art Safe Space. Was halt immer so das Schönste ist, so wenn wir halt Themen besprechen, die halt vielleicht eher oftmals untergehen und wir dann Rückmeldungen bekommen von, ja, hey, wir haben uns das erste Mal wirklich so gesehen und gehört gefühlt und irgendwie finden wir eine Sprache für das, was wir irgendwie so gefühlt oder voll lange irgendwie so gespürt haben. Und solche Rückmeldungen kriegen wir super, super häufig und das ist irgendwie so super berührend und voll schön und da gibt dann halt alles auch voll Sinn, so die ganze Arbeit, so, weil genau dafür soll es ja am Ende sein, so, und das ist halt so total sinnerfüllend oder so, ja. Ja, und eigentlich dachte ich auch bei dem, was ihr gerade gesagt habt, eigentlich diejenigen, die sich nicht gegen Rassismus positionieren, sind diejenigen, die befragt werden müssten. Warum nicht? Was macht ihr da eigentlich? Ne? Und nicht andersrum. Damit sollten wir mal anfangen. Ja, voll.
Und du hattest gerade auch, Dominik, schon angesprochen, so ein bisschen zu euren ZuhörerInnen. Ne? Habt ihr da eigentlich so Rückmeldungen? Wisst ihr, wer die sind? Ne? Was für Leute das ausmachen? Ja, und kriegt ihr da Feedback von denen, was sie besonders gut finden, wovon sie sich mehr wünschen? Also wir haben natürlich nur eine Ahnung davon, ja, weil wir natürlich irgendwie, wir sind auf Instagram, wir sehen natürlich irgendwie, wer uns da folgt, wer uns da auch Nachrichten schreibt. Und es sind sehr viele junge Menschen, sehr viele junge QTB-Pocs. Und es sind aber auch sehr viele, und das würde ich sagen, machen sogar vielleicht 50% aus, so schätze ich das ein, sind viele, viele interessierte weiße Menschen. Und vor allem tatsächlich, muss man sagen, Frauen. Und ich muss gerade überlegen, also so zu den Rückmeldungen. Also es gibt natürlich immer mal wieder Sachen, wo wir uns auch positionieren wollen und positionieren müssen, weil wir eben nicht nur ein Medium sind, so, ne, sondern wir sind auch politisierte Menschen, wir sind Menschen, die schon lange irgendwie, sei es irgendwie Dominik kulturpolitisch oder halt irgendwie ich in sozialen Bewegungen halt irgendwie aktiv einfach gewesen sind und es dann halt zu bestimmten Ereignissen oder zu bestimmten Dingen dann halt einfach Sachen gibt, wo wir uns halt ganz klar positionieren und voll oft gefällt das Leuten, das ist schön. Voll oft ecken wir halt aber auch an, so, ne? So wie neulich gab es halt irgendwie einen Post, so der für sehr, 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 sehr viel Aufregung auch gesorgt hat. Aber wo wir uns dann halt auch nochmal abgesprochen haben und gesagt haben, vertreten wir in diesem Post unsere Werte und unsere Einstellung oder gehen die auseinander? Und wir haben dann irgendwie gemerkt, yo, das stimmt so alles, so, ne, wir sind da, und das sind Leute, die sich da gerade aufregen unter den Kommentaren, das ist okay, aber so für uns stimmt eigentlich alles und das ist dann so cool, so dann stimmt auch alles für uns. Ja, absolut, dass man einfach auch immer selbst weiter reflektiert, das ist, glaube ich, auch wichtig, denn wir werden uns nie alle in jedem Punkt einig werden, aber eben, dass wir auch weiter denken und weiter reflektieren und kritisch bleiben, ist ganz wichtig. Und ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage, ob es eigentlich so und so auch Backlashes und eigentlich eher Probleme gab. Jetzt nicht unbedingt nur in dem Sinne, dass Diskussionen angeregt wurden, das ist ja gar nicht unbedingt das Problem, aber gab es auch schon wirklich negative Reaktionen? Also, ja. Ja, schon, weil ich glaube, sobald man anfängt, sich auch zu positionieren und halt eine bestimmte Bubble auch irgendwo anspricht, ne, unsere Themen sind nicht apolitisch, so, sondern unsere Themen sind politisch und wir positionieren uns auch ganz klar und sehr oft sind wir dann eben nicht so everybody's darling, so, sondern wir sagen, hey, wir stehen dafür, so, und wir positionieren uns auch in diese Richtung. Und das wird nicht allen Leuten gefallen, so, ne? Und dann kommen auch sehr oft Vorwürfe und die, ne? Und da ist es halt eben nochmal immer wieder mit sich selbst so zu checken, ne? A, natürlich zu reflektieren, aber auch B, nochmal zu checken, welche Werte haben wir und stimmen die Aussagen mit unseren Werten überein, so. Und wenn das übereinstimmt, dann passt das alles. Wenn es nicht übereinstimmt, dann ist es nochmal was anderes. So, dann kann man sich entschuldigen und irgendwie sagen, jo, wir müssen da nochmal weiter dran arbeiten und irgendwie checken und so weiter und so fort. Aber so, wir machen bestimmte Sachen auch nicht erst seit gestern, sondern schon sehr, 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 sehr lange. Das heißt, dahinter steckt schon ein großer Reflexionsprozess, so, den wir auch immer wieder auch mit uns selbst nochmal bedenken und überdenken. Genau, also so von daher sind wir eigentlich sowieso schon sehr reflektierte Menschen, die, wenn wir was rausposaunen, auch in der Regel viel Reflexions- und Bedenkarbeit auch stattfand. So von daher, ja, die Backlashes gibt es, aber so mit denen können wir, glaube ich, ganz gut dann umgehen auch. Und es war bis jetzt halt oft auch Kritik oder Kritik an einzelnen Dingen. Also der große Shitstorm wartet noch auf uns. Also mal gucken. Bitte, ja. Cancelt uns.
Genau, ich weiß jetzt auch noch nicht, um welche Kritiken es ging, aber vielen Dank für auch den Einblick in eure Prozesse, ne, und wie ihr damit umgeht und damit weitermacht. Gibt es eigentlich eine Zuhörerschaft, von der ihr euch noch mehr wünschen würdet? Oder die ihr besonders gern noch mehr mitnehmen möchtet? Oder habt ihr die schon voll erreicht? Also ich freue mich über jeden QTB-POC, der uns schreibt und der uns hört. Das ist, wie gesagt, das ist unsere Hauptzielgruppe oder die Menschen, die wir mit unserem Podcast erreichen wollen. Aber ich freue mich genauso, wenn, oder nicht genauso, aber ich freue mich auf andere Art sehr, wenn uns weiße heterosexuelle Menschen schreiben und sagen, cool, ich höre euren Podcast und lerne so viel über euch, über Realitäten, über Lebensumstände, die mir völlig fremd waren, weil ich damit keine Berührung habe und ich sehe jetzt Dinge anders oder ihr habt meine Sicht auf Dinge verändert. Sowas freut mich genauso. Und ich glaube, umso mehr wir in den Mainstream dringen, wie jetzt zum Beispiel auch mit diesem 1Live-Podcast-Festival, was ich angesprochen habe, desto mehr wird es natürlich eben auch das weiße Publikum erreichen. Und wenn wir da bei dem einen oder anderen was bewirken können, dann ist das sehr, sehr willkommen. Aber in erster Linie machen wir das für die QTB-POCs. Ja. Voll. Ich freue mich auch immer natürlich so über mehr QTB-POC-ZuhörerInnen. Ich freue mich aber tatsächlich auch sehr über Hetero-BIPOCs, so muss ich ehrlich sagen. Also so die vor allem auch männlich positionierte, die ein kleines bisschen vielleicht auch rauskommen aus und so ein kleines bisschen sich öffnen zu bestimmten Themen, zu denen sie vielleicht sonst nicht so viel Zugänge haben oder sonst vielleicht nicht so viele Einblicke haben. Eine Freundin hat mir irgendwie erzählt, ja, ihr Bruder, der halt irgendwie Straße as fuck ist und irgendwie dann und irgendwann und sehr, 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 sehr viele Homo- und Queerfeindlichkeiten internalisiert hat, irgendwann dann so angefangen hat, so den Podcast zu hören und sich sehr, 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 sehr stark plötzlich reflektiert hat und werdender Vater ist und so weiter und so fort. Und das hat die Freundin halt zum Beispiel auch super stark gefreut, so weil sie nie diesen Zugang irgendwie so zu ihm kriegen konnte, dass sie ihn zum Reflektieren gebracht hat. Und aber so über den Podcast er sich dann halt angefangen hat zu reflektieren und sich das ja dann auch auf die Kinder dann hoffentlich auch aus abfärben wird. So. Also so eine Offenheit und irgendwie eine gewisse Form von yo, queere Menschen sind nicht schlimm so, sondern queere Menschen so, wenn du queer bist, cool, schön, freue ich mich. Das ist halt irgendwie so so ein Türöffner vielleicht zu mehr Reflexion und sowas dann gewesen ist. Das würde mich halt auch sehr freuen, so wenn da vielleicht auch mehr Leute, genau, wenn das irgendwie mehr passiert. Also Türen öffnen. Ja, und da hast du auch was sehr Wichtiges angesprochen, denn ich glaube, manche oder viele von uns eigentlich, uns ist so schon sehr früh bewusst, dass die Mainstream-Medien so ein vorgeformtes Bild wiedergeben. Ne? Und ich, als Menschen, die da nicht wiedergespiegelt werden, merken wir das natürlich viel schneller. Und andere Menschen kommen da immer erst in anderen Momenten, verschiedenen Momenten in ihrem Leben zu diesen Prozessen, das wahrzunehmen, Moment, dass alles, was wir sehen, ist schon aus so einem vorgeformten Blickwinkel. Und dann eben solche Angebote wie euren Podcast, wie die Kultur und Kunst, die wir heute schon gesehen haben, wahrzunehmen und anzunehmen und kennenzulernen. Und was denkt ihr, wie kriegen wir da noch mehr dazu? Oder ist das schon was, was am Entstehen ist, wie zum Beispiel jetzt eure Verbindung zu 1Live? Also ich hoffe, also momentan sieht die Entwicklung sehr danach aus, dass es immer mehr Formate gibt. Ich hoffe, dass es auch noch so bleibt. Es ist nur so, dass ich das Gefühl habe, dass diesen Formaten nicht viel Raum gegeben wird und nicht viel Chance gelassen wird. Ja? Also ich glaube, dass gerade solche Formate sich entwickeln müssen, dass auch die Zuhörer in erstmal Vertrauen gewinnen müssen in vielleicht Formate, die von Funk produziert werden oder von großen Radiostationen oder Medienhäusern.
Momentan durch eben die politische Entwicklung, gerade im letzten Jahr, durch BLM und durch Hanau etc., ist auf jeden Fall unsere Präsenz in den Medien angestiegen. Ich hoffe, dass es nicht bei einem, böse gesagt, bei einem Trend bleibt. Ja, und ja, voll. Ich glaube auch, dass da sehr, 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 sehr viel passiert, aber dass wir auch sozusagen uns nicht nur auf die etablierten und schon bestehenden Strukturen ja, vielleicht auch verlassen müssen, so, weil wir taten das ja auch nicht so. Wir haben versucht so zu schauen, okay, wo können wir? Und wir hatten auch unsere schlechten Erfahrungen mit etablierten und großen Strukturen tatsächlich und wurden auch enttäuscht. Und das war ein Learning auf jeden Fall. Und ich finde, das Learning daraus ist, nicht, sich nicht immer darauf zu verlassen, bis irgendwie von oben gesagt wird, yo, ihr gehört auch dazu, sondern einfach auch zu schauen, okay, wo können wir in unseren, wie können wir die Ressourcen, die wir halt irgendwie selber haben, selbst halt dann ausnutzen, bevor man halt hofft, dass diese Ressourcen, die man halt selbst hat, gesehen werden von oben. So, und einfach versuchen zu schauen, so wie, was, wo kann ich irgendwie selbst Einfluss üben. Ja, und da sagt auch was Ganzes, denn wir wollen, es braucht ja auch eine strukturelle Änderung und deswegen können wir uns nicht einfach nur auf die etablierten Strukturen verlassen und da ein bisschen anders besetzen, sondern diese Strukturen müssen auch sich ändern oder eben komplett neu gedacht werden in so Projekten, die eben ihr auch selbst einfach macht. Ich denke aber auch, dass gerade öffentlich-rechtliche Sender schon da irgendwie auch den Anspruch haben sollten, eben Vielfältigkeit abzubilden. Ja, also natürlich ist es voll. Auf allen Ebenen, nicht nur vor der Kamera, natürlich, sondern na klar, nur, im Management. Es wäre schön, wenn das alles sofort. Es läuft mir auch viel zu, geht mir auch viel zu langsam. Und es wäre schön, wenn das alles mit dem Fingerschnipsen passiert. Wir sind noch sehr am Anfang bei solchen Dingen, bei diesen Dingen. Aber ich glaube, dass da momentan irgendwie die ersten Steine gesetzt werden und dass es eben auch sehr wichtig ist, gerade auch bei den großen Medien Repräsentanz zu zeigen, genauso wie es wichtig ist, die eigenen Sachen und aufzuziehen. Genau. Ja. Ja, vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit. Abschließend wollt ihr noch kurz verraten, woran ihr jetzt gerade arbeitet, was als nächstes kommt mit dem Podcast oder auch in anderen Projekten? Das sage ich jetzt zum ersten Mal, Premiere. Im April startet ein neues Podcast-Format, das ich hosten werde, bei Deutschlandfunk Kultur. Sehr cool. Wird heißen Voice Versa und ist quasi ein Geschichten-Podcast von nicht-weißen AutorInnen, die ihre Geschichten erzählen für ein Jahr lang in einem Serienformat quasi. Und ich führe Interviews und leite das Publikum durch das Format. Ja, super schön. Also da können wir uns schon drauf freuen ab April. Ja, und bei dir, Suha, was beschäftigt dich aktuell? Ich werde Model und hey. Wurde gebucht schon für Playboy. Ich weiß es noch nicht. Ich bin super, super offen, so was noch alles irgendwie kommt. Es gibt viele Projekte auf jeden Fall, viele Baustellen, an denen ich halt irgendwie nebenbei arbeite. So. Und genau, da wird auf jeden Fall auch noch recht vieles kommen, so. Ich meine, erst einmal geht es halt auch natürlich mit Barbecue vor allem weiter. Ja. Und das sind auch mal spannende Phasen, einfach so Phasen der Offenheit und mal zu gucken, was auf uns zukommt an Projekten. Absolut. Also wir freuen uns darauf, mehr von euch zu hören und ich bedanke mich auch bei euch ganz herzlich. Vielen Dank für die Einladung. Danke, hat Spaß gemacht. So, und ich mache noch eine kleine Abschlussmoderation, denn wir bedanken uns ganz herzlich für das Event heute und dabei geht der Dank erst einmal natürlich an den Integrationsbeirat Friedrichshain-Kreuzberg für die Organisation, an unsere tollen GästInnen heute Abend, an das Publikum, das zugeguckt hat, live oder im Nachhinein. Und wir sind ja hier im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus und wollten daher gerne noch auf ein paar andere Events hinweisen, die noch stattfinden, nämlich an diesem Freitag
Montag, den 19.03. um 12 Uhr ruft der Integrationsbeirat Friedrichshain-Kreuzberg zur Mahnwache zur Erinnerung der Opfer rassistischer Gewalt auf. Das ist am 19.03. 12 Uhr am Frankfurter Tor der Treffpunkt. Und ich selbst bin an einem Sonntag am 21.03. wieder in einem Online-Event von meinem Projekt Afropolitan Berlin. Das ist der internationale Tag gegen Rassismus und hier werden im Event Facing Racism Afropolitan Berlin und Black Brown Berlin im Gespräch sein zu Methoden, Werkzeugen, Wissen, Ressourcen zur Bekämpfung von anti-schwarzem Rassismus. Also am 19.03. Mahnwache und am 21.03. ein Online-Online-Event 13 Uhr. Und an dieser Stelle habt ihr noch Events, wir haben schon alles an dicht. da würde ich mich gerne verabschieden und